Was? 7000 Euro? Bro, hier aber ganz schön hier auf die Kacke gehauen. Habt ihr Diesel geguckt? Ich weiß gar nicht, wann die vorgestellt wurde, aber jetzt glaube ich auch erst vor kurzem. Geiler Rock, also jetzt No Cap, so für Frauen. So auf Gürtel angelehnt. Sieht cool aus, passt auch gut zur Ästhetik von Diesel, wie ich finde. Pants hat kein Bund oder umgeklappt, keine Ahnung, das sieht weird aus. Viel Denim ist ja so Signature-Look von Diesel. Sehr starkes Ding. Sehr, sehr, sehr stark. Also dieser Denim-Coat, crazy. Baba gemacht. Auch hier mit den Ribs bei dem Mantel, wieder der Denim-Coat. Geil. Denim on Denim. Hier ist vielleicht mal auch interessant für euch, dass man verschiedene Denims kombiniert. Gilt ja bislang so als Fashion-No-Go. Hier sieht man das Ganze mal auf dem Laufsteg. Frauensachen sind stark. Auch Baba-Ding. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt so legit... Also, wahrscheinlich kann man da mal rumlaufen. Jetzt nur Disrespect so, aber muss man schon Eier haben. Beziehungsweise dann, ne, den Mut. Gerade als Frau, wo man, wenn man selbst so rumläuft, komisch angeguckt wird. Auch nice. Crazy Look. Auch der Trenchcoat krass. Ich sag euch ehrlich, fängt schon gut an. Zum Ende hin wird krasser. Ja, diese Bauchtasche hätte man sich sparen können. Keine Ahnung, was sie da soll. Auch einer der schwächeren Looks. Ja, das fühle ich jetzt auch nicht so, um ehrlich zu sein. Sehr einfach, aber trotzdem nice. Chat, was sagt ihr? Gefällt euch, was ihr seht? Baba-Look. Sehr starker Look. Wirklich sehr, sehr. Bis jetzt mein Favorite-Look sogar. Das ist so dieses Rockstar, Rock'n'Roll, Attitude mit Western-Style. Ich komme auf ein Pferd und mache einen Pull-Up. Weißt du, ich meine? Glaube halt nicht, dass sich diese Crazy Pieces gut verkaufen. Passt gar nicht in die Zielgruppe von Diesel. Ja, das... Ja, definitiv. Das wird ein Problem sein, mit dem Diesel zu handeln hat. Also, ihr müsst vorstellen. Glenn Martin, der Typ von Y Project, ist Creative Director bei Diesel. Und der versucht, das jetzt nice zu machen. Liegt ihm auch gut. Aber es kommt halt der Einwand von dir und Lukas sagt genau das, worauf ich hinaus wollte. Diese Brand ist halt sehr vorbelastet, kann man sagen. Was heißt vorbelastet? Vorbelastet ist falsch. Die ist sehr auf eine Zielgruppe abgeschnitten. Das bedeutet, wenn jetzt ein Glenn Martin herkommt und versucht, Diesel, sorry, ich muss so sagen, fresh zu machen, dann hat man einerseits die Zielgruppe, die eigentlich Diesel kauft, weggejagt und die neue Zielgruppe, die man mit ansprechen will, ist immer noch so ein bisschen voreingenommen, beziehungsweise das braucht auch lange Zeit, um sich da halt zu etablieren. Und genau das war auch der Grund, warum dann Raf Simons bei Calvin Klein rausgekickt wurde, weil die Leute haben den Scheiß nicht gekauft. Sowohl die Zielgruppe von Calvin Klein fand das zu krass, also zu extraordinär, aber wir so als Konsumenten von Raf Simons Shit dachten sich halt, Bro, warum soll ich mir jetzt CK Raf Simons Shit kaufen, wenn ich mir auch Raf Simons Shit kaufen kann? Weißt du, ich meine? Preistechnisch war das ja so same, wenn nicht teurer. Dann kommt natürlich in so ein Unternehmen, was auf Zahlen guckt, schnell ins Wackeln und sagt so, ey, das führt nicht zum Ziel. Ich glaube, so on the long run würde man das langfristig betrachten, dann ja. Dann hätte man damit durchaus Erfolg, aber das dauert halt, um dieses alte Image so ein bisschen abzulegen und dann für uns halt nice zu gestalten. Aber heißt doch nichts, weil anderen Brands ist es gelungen. Zum Beispiel Gucci, Freunde. Gucci war früher 2012, so 2010, 2012, wo Frida noch da war, war krass Chap, war Todeschap. So no joke. Und dann kam Alessandro Michele und hat das innerhalb von Boom 0,0 nice gemacht. Kann auch so laufen. Auch einen LV, Freunde, jetzt mal no joke. Auch einen Louis Vuitton. Okay, Kim war da, war nice, aber davor war auch tote Hose. Das heißt tote Hose, aber LV war nochmal eine andere Geschichte, weil die haben auch damals mit Marc Jacobs und so nice Stuff gemacht. Das kann man nicht so hundertprozentig vergleichen, aber Gucci, CK sind da schon gute Vergleiche. Und ich glaube, leider Gottes, das wird halt auch darauf hinauslaufen, dass Glenn Martin in einem Jahr da gekickt wird, weil der Shit sich nicht verkauft. Aber das ist nice. By the way, ich weiß nicht, wo das preislich landet. Also, kann sein, dass sie die Preise nicht so hoch machen. So unter... Deal war ja nie so High Fashion Price Tag. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn die jetzt so ein
so ein Mittelding machen, dann könnte das klappen. Dann könnte das klappen. Pieces sind schon im dreistelligen Bereich. Ja, habe ich auch gesehen. Ich meine, Glenn ist ja nicht da jetzt seit ungefähr, also der ist ja schon ein bisschen länger und die sind halt teuer. Das ist halt das Problem. Dieses ist aber auch arg teuer, so Akne-Level, oder? Boah, ich glaube, Diesel war nie so, also... Diesel war für mich so G-Star-mäßig unterwegs. Vielleicht ein bisschen teurer. So G-Star, so... Wisst ihr, ich meine, so preistechnisch. Aber zum Beispiel das Oberteil ist sick. Die Jacke, geistkrank. Der Look ist Baba. Ich weiß gar nicht, ist das... Ich glaube, das ist eine Jeans mit Stiefeln dran. So sieht es zumindest aus. So ein Einteiler-Ding. Ja, wirklich Baba-Ding. Baba. Das passt da irgendwie für mich nicht so ganz rein, das Ding jetzt hier. Mit so Tech-Wear-Wipes. Freunde, was ist das für ein Mantel? Was ist das? Das ist gestört. Das ist crazy. Das Piece ist insane. That's fucking insane. Ah, da fand ich den, der ist auch krass, aber ich fand den anderen stärker. Das passt jetzt so nicht so hundertprozentig für mich in die Kollektion. Das ist schon eher auf Avatar angelehnt, auch am Start. Da sind crazy Pieces dabei. Auch teilweise sehr laut, das Ganze. Also, wenn du einen Y-Project-Piece von Glenn Martin siehst, dann erkennst du das eigentlich schon. Und ich finde, er macht hier das Ganze ein bisschen anders. Also, er macht es jetzt nicht so ein auf... so typisch Y-Project angelehnt. Aber man erkennt trotzdem seine Handschrift. Finde ich sehr nice gemacht. Also diese, wisst ihr, ich meine, so Zwischenlösung, Kompromisslösung, aber eine Stufe höher als das, wie das wir von Diesel gewohnt sind. Sehr sick. Wirklich barbar gemacht. Nicht jeder Look ist jetzt geisteskrank. Nicht alle Pieces sind heavy. Aber auch geile Jacke. Da gibt es schon einige Sachen. Auch das ist geil. Was nice ist. Aber ich bleib dabei, dass... Der Bums wird sich leider nicht verkaufen. Auch geisteskrank. Weswegen, ja, ich da so eine kleine Problematik sehe. Strickpullover auch Baba. Das kann doch nicht mal ein Strick. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Aber mal gucken, wo das hinführt. Ich bin gespannt. Wir können ja einmal noch hier preistechnisch mal gucken, was der Schmarrn kostet. Aber das sind ja so diese Regular-Sachen. Kosten halt so 150 Euro. G-Star-Level, sag ich doch. Ich weiß gar nicht, ob das von Glenn Martin dann unter so einer anderen Linie läuft. Bestimmt. Weil hier sehe ich jetzt keine Pieces, die jetzt irgendwie von ihm sein könnten. Ach krass, die Sachen gibt es direkt zu kaufen. Okay, das ist krass. Okay, dann schauen wir mal rein. Was war denn mein Favorite Piece? Ich sag ehrlich, würde ich mir ein Piece von der Kollektion aussuchen. Boah, die Jacke ist schon geisteskrank. Was kostet die Jacke? Taui. 1,1. Ich hätte es ein bisschen günstiger angesiedelt. Aber das ist jetzt... Ey, was mit dem Code? Warum kann ich nicht kaufen? Ist das schon sold out? Was kostet zum Beispiel so ein Hoodie? 340 Euro. Okay, ist schon pricey. Was kostet der Code? Bestimmt auch. Was? 7.000 Euro? Bro! Hier aber ganz schön hier auf die Kacke gehauen. Das kostet so eine Puffer. Also die Puffer würde ich so für 3,95 ansiedeln. 550. Ein bisschen zu teuer. Das ist zu teuer. Das ist Diesel immer noch. Das ist halt das Problem. Man denkt halt immer noch... Bro, das ist fucking Diesel. Das ist ein No-Hate gegen Diesel, aber das ist halt so dieses... Das ist same wie Raph Simmons bei Kevin Klein. Same story. Aber viele Sachen sind schon ausverkauft. Ey, geil, also gar kein blödes Auge. Ich freue mich, oder würde mich freuen, wenn das geil läuft. Weil die Sachen sind stark, jetzt no joke. Das sind echt viele Sachen dabei, die ich mir auch selber schnappen würde. Oder die ich auch selber tragen würde. Das kostet so eine Cap. 150. Warum sieht die denn hier komplett anders aus als auf dem Laufsteg? Naja... It is what it is. Bin gespannt, was da noch kommt. Bis jetzt aber auf jeden Fall wilder Stuff. Gefällt mir. Wir gucken uns noch Pack des Flea Market an mit McDonald's. Habe ich tatsächlich heute oder gestern auf Instagram gesehen. Heute war es. Dass sie eine neue Collab an den Start bringen. Sieht man da schon, was es da gibt? Weil das Ding habe ich gesehen. Genau in diesem Post. Choose your meal. Also nur ein Meal oder was. Ach, es sind gar keine Klamotten. Check das Flea-Market und bleibt ohne Frage einer der kreativsten Brands der Fischung. Ja, okay. Die, okay, bla 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 bla. Okay, es kommt anscheinend eine Box raus, wo es entweder ein Big Mac oder 10 Chicken Nuggets mit einer Pommes gibt, Getränk und einem Special Cactus Flea-Market Figur. Es gibt eine Figur. Um genau zu sein, irgendwie, okay, 4 Figuren kann man sich aussuchen. Wo sich, das sind hier diese Figuren. Okay. Welche ist die wildeste Figur, Chat? Haut mal raus. 1, 2, 3, 4. Ich habe meinen Favoriten. Ihr dürft euch nur eins bei euch im Zimmer hinstellen, so auf lustig. Welche nehmt ihr? Ich habe meinen. Ich sag ehrlich, Nummer 4 ist für mich die ödeste. Danach kommt Nummer 1. Aber Nummer 3 ist für mich der King. Nummer 3 ist für mich der King. Ja, aber schade. Ich dachte, da ist irgendwie vielleicht so ein bisschen...
Ihr wisst doch, diese Klamotten-Vibes. Aber Frage ist jetzt, wichtige Frage. Gibt es das auch bei uns in Deutschland oder nur in den Staaten? Das muss ich jetzt hier noch rauskriegen. Weiß das jemand vom Chat? Auch in Deutschland? Steht hier irgendwas? Wegen Zehner, wenn es das bei uns gibt. Hier steht's, Freunde. Ob es diese Box außerhalb von den USA geben wird, wagen wir zu bezweifeln. Bisher gibt es keine näheren Infos. Okay, ist noch nicht bekannt. Um aber ganz safe zu sein, solltet ihr euch jetzt einen Flug in die USA buchen. Ja, dicken Zehner. Wie lange die Aktion läuft, wissen wir leider auch noch nicht. Sobald wir mehr wissen, findet ihr alle unter diesem Beitrag. Ja, sind wir ehrlich, das wird es nicht bei uns geben. Warum auch immer, aber ja, da haben wir uns leider den falschen Wohnort ausgesucht. Wäre aber geil gewesen. Aber vielleicht haben wir ja doch Glück, wer weiß. I don't know. I don't care. Doch, ich würde schon kehren, um ehrlich zu sein. Plus, mittlerweile ist die Szene hier in Deutschland doch groß genug, um das auch hier an den Start zu bringen. Es wird safe auch hier Hype generieren, safe. Es wäre so Instant Soul, aber wahrscheinlich gibt es zu viele 50-jährige Dieters, no front an Dieter, die dann durcheinander kommen würden mit dem McDonald's-Menü und deswegen, um die Dieters nicht zu erschrecken oder zu verschrecken, ja, kommt das nur, ja, da kommt das nicht bei uns raus. Im schlimmsten Fall kannst du die Figuren dann safe danach auf StockX kaufen, ja, Facts. Safe sogar. Also, die kannst du dann für das Doppelte, Dreifache oder noch teurer auf StockX verkaufen, also jeder, der noch eine Investition tätigen will, bucht euch jetzt einen Zug in die USA, kauft die Dinger auf Masse und dann könnt ihr das dort verscherbeln. Aber naja, it is what it is. Wir müssen noch irgendwas angucken. Ich gucke mir gerade noch ein bisschen Dries an. Das ist, glaube ich, die Women's Wear Collection. Potter war hier auch schon. Wo war Potter? Hier, Potter. Diese Farbe haben wir schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, es war bei Dior, ne? Jo hat sehr viel mit diesem Türkis-Blau-Ton romantiert. Scheint wohl auch wieder so eine Trendfarbe zu sein. Potter hat verrückte Schuhe. Nice Ding. Ist jetzt der beste Look, meiner Meinung nach. Auch von der Silhouette sehr schön gemacht. Schuhe sind halt crazy. Aber ja, sieht gut aus. Ist aber jetzt nicht so dieses... Ist nice. So, don't get me wrong. Gerade die Hosen finde ich stark. Guckt euch mal an, wie die Hose fällt. Sieht sehr nice aus. Die hier sieht cool aus. Hier noch so ein bisschen Underboobs am zeigen. Wichtig und richtig an der Stelle. Geiler Mantel. Wirklich sehr, sehr sick. Aber ich sag ehrlich, Diesel hat schon so Aufregung, also für Aufregung gesorgt. Oder hatte halt viel Attraction, weil die haben halt wirklich mal komplett was anderes gemacht als sonst. Akne war auch nice. Die hatten so ganz verrückte Strickpullover. Hier, das Ding. Wirklich turbo-wild auch. Sehr, sehr nice. Weiß nicht warum, aber diese Hose gibt mir low-key Dior-Vibes. Guck mal ganz schnell hin, Freunde, und sagt mir nicht, das sieht ein bisschen nach dem Dior-Monogramm aus. Guck mal ganz schnell hin. Auf die Hose. So ein bisschen. Einzelne Chat, wer das auch sieht, oder bin ich dumm? Ja, so nämlich. Naja, diese Strickpullover waren die besten. Also war für mich so... Favorite Pieces von der Acne-Show. Die waren nice. Die waren auch mal so ein bisschen so um die Ecke gedacht, hat mir getaugt.